So, liebe Freunde, damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Transportfieber. Ich muss erstmal ein bisschen Platz schaffen auf meinem Tisch, denn für mich ist die letzte Aufnahme auch schon etwas länger her. Ich weiß, wir haben letztes Mal hier den Bahnhofsbau vollzogen, kann man ja fast schon sagen. Und ich finde es immer noch sehr gelungen. Und ich würde mich dann des Weiteren hier auch mit dem Weiterbau beschäftigen. Aber bis wir hier in Greding sind, wird es wahrscheinlich noch die ein oder andere Folge dauern. Denn wir brauchen natürlich auch in diese Richtung einen Anschluss. Das wird natürlich gemacht, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und ja, die fehlt mir momentan ein bisschen. Aber keine Sorge, es wird auch dort bald weitergehen. Jetzt muss ich bloß kurz gucken, habe ich das hier gemacht? Ja, genau, für 400 Meter ist das gemacht. Wunderbar. Gut, meine, die Buslinien stehen ja immer noch. Genau, die bringen ja weiterhin gut die Kohle rein. Und hier scheint es wieder zu laufen. Aber wir haben natürlich immer noch dieses Stauproblem, was mich selber auch aufregt, denn es müsste natürlich nicht sein, ja, ganz klar, weil wenn jetzt hier sozusagen der Bus ankommt, man sieht ja schon, ist komplett alles zugefasst. Es muss nicht wirklich sein. So, was ist, wenn wir von hier oben so im Grunde so einen Abzweig machen? Ich habe ja hier, okay, ich habe die Straßenmod hier nicht drin. Ist aber nicht schlimm, weil wir können hier eine ganz normale Straße von dem hier nehmen. Das erlaubte mir jetzt nicht, warum auch immer. Ah, weil es zwei sind. Okay, das ist aber... Ne, Moment, das ist... Ist das Autobahn? Ja, okay, ist Autobahn. Das heißt, wir müssen hier erstmal abreisen. Und ziehen uns hier diese Straße erstmal raus. Die müsste dann eigentlich auch hier schön in eine Brücke übergehen. Denkt man. Dann machen wir uns die doch einfach. Ja, und das erlaubte mir jetzt wieder nicht. Ja, und das verstehe ich immer noch nicht, warum das Spiel mir hier sagt, ich kann nicht so wie mein Mauszeiger geht raus. Also, naja. So, also, wenn wir hier die Anbindung haben, ist das vollkommen in Ordnung. Und dann müssen wir hier sozusagen eine Brücke rüber bekommen. Tun wir auch. Oh, dann nehmen wir... Ja, da können wir doch glatt die hier nehmen. Ja, die geht ja dann da drüben wieder in den Erdhügel über. Und es würde dann so aussehen. So, ihr fahrt aber weiterhin darüber. Und da frage ich mich, warum? So, dann setzen wir hier einfach mal kurz zwei Wegpunkte rein. Einmal da, einmal da. So, dann machen wir hier nach 1,
den Wegpunkt und nach 3 den hier. Dann wird das hier unten schon mal nicht blockiert. Das ist ja schon mal dann einigermaßen erträglicher. So, dann lassen wir das mal laufen. So, wie sieht das Ganze aus? Wir fahren hier hoch. Moment, warum fährt er jetzt da unten lang? Wait, what? What? Okay, dann verfolgen wir den, weil ich hoffe, dass dann der da oben lang fährt. Ah, hier kommt doch schon einer. Das ist sozusagen wie eine Umgehungsstraße. Oh je, mit 30. So, weil dann blockieren wir die Autobahn da unten nicht. Jawohl, sehr gut. So, das ein bisschen schöner machen. So, so. Hier auf der Seite müssen wir es auch noch ein bisschen rund machen. Sieht in meinen Augen einfach ja, schöner, besser aus, wie hier so eine harte Kante da rein zu machen. Das war bei mir, Entschuldigung. Das war nochmal bei mir. Kaspersky meldet sich gerade und sagt, ja. Und wir sehen schon, wir haben einen deutlich besseren Fluss von den Autos. Hier oben hängt es noch ein bisschen. Ja, gut, das ist im Grunde zu vernachlässigen. Aber hier stehen sie im Stau. Warum stehen die Leute hier überhaupt? Ist die Frage. Hier warten eigentlich auch schon viele auf den Bus, Linie 7. Na, hier warten eher. Ja, geht so. Wenn wir jetzt hier mal einen besseren Bus nehmen. Wir nehmen der 15. Wenn wir ein paar große dazwischen nehmen. Hier müssen wir uns die Linie 7 raussuchen. So, nehmen wir mal 4, 5, 6, 7, 8 Busse. Dann lassen wir noch ein paar kleinere fahren. Und die großen nutzen wir dann halt zum Beispiel für so Stoßzeiten, besser gesagt, um dann die großen Massen dann noch wegzubekommen. So, wie sieht das hier unten aus? Der macht noch Minus, da können wir mal kurz schauen, wie es denn hier aussieht.
Okay, wir haben hier einen Bus eingerichtet. Ja, haben wir. Ja, der nimmt 31 mit. Gut, hier hinten ist jetzt so nicht so viel. Habe ich hier herum experimentiert? Okay, gut, habe ich anscheinend. Wir haben hier eine Busverbindung drin. Wieso denn das? Das ist die Linie 6. Okay, könnten wir, ach so, weil wir da gesagt haben, dass wir da erst später auf den Zug zurückgreifen. Genau. Sind die voll? Ja. Okay, wenn wir da noch ein zwei große und zwei kleine noch draufsetzen. So. Müssen wir dann auch mal schauen, dass wir die Linien ein bisschen verteilen, sagen wir mal so. Weil man sieht, es staut sich. Ja, die dürfen da nur 20 fahren, ist okay. So, hier warten die Leute auch. Der kommt fast voll. Haben wir eine Buslinie? Ja, aber die fährt nur hier. Okay, das ist ein bisschen blöd. Da müssten wir mal darüber kommen, obwohl wir hier schon ziemlich viel abdecken. Weil dann machen wir hier nämlich mal eine Verbindung rein. Machen wir mal ein bisschen anders. Ich würde mal sagen, so. Hier noch eine rein. So, weil dann legen wir den Bus mal ein bisschen um. Wir mal probieren, ob man hier also der fährt hier bloß nur im Kreis und hier hält, ach so, hier halten die Güter, die Lebensmittel. Aha. Hier hält die Lebensmittellinie an. Gut, bekommt auch den größten Teil. Ah, meine Containerchen kommen. Oh je, das. Da wird die Liste aber lang sein. Ach du Heilige. Okay, wir beenden die Liste mal. So, weil dann setzen wir hier mal eine dreispurige Straße rein. So.
und mal gucken, ob wir das Warzehäuschen vielleicht etwas nach hinten bekommen. Müssen wir schauen, ob das geht. Seit wann hat ein LKW... Wait, what? Seit wann ist das möglich? Seit wann ist es möglich, dass man hier Abteile hat? Oh, okay. Wie viel kostet der denn? Der kostet fast 100. Lebensmittel, Getreide, hier ist Lebensmittel auch nicht dabei. Okay, die gehen bloß hier. Haben wir denn, liegt hier denn viel rum? Schauenstein? Nee. Liegt über. Überhaupt gar nichts rum für die, fast nichts. Also könnten wir auch sagen, dass wir hier die 40 Tonnen drauf packen. Wir haben hier Lebensmittel Schwätzingen, ja. So, das sind 6 LKWs drauf. So, und da setzen wir hier ein paar von diesen 12 Tonnen rein. Natürlich unterschiedliche. Oh. Machen wir noch Dachse rein. Und was gibt's denn noch? Ja, die Post passt jetzt nicht so wirklich. UPS können wir noch machen. Dann können wir noch machen. Ja, so einen internationalen. Sieht nicht schlecht aus. So, was gibt's noch? So einen blauen. Halt. Lebensmittel. Und einen noch. Ah ja, guck mal hier, den bunten. So, dann haben wir 6 unterschiedliche LKWs da auf der Linie. Das sieht dann schon mal etwas besser aus. So, und dann setzen wir hier. Wäre es nicht schlecht, wenn wir hier unsere Bushaltestelle bauen könnten. Das ist halt so ein Riesenteil hier. Das ist auch so ein Riesenteil. Wir könnten das hier verwenden. Ja.
Why not? Probieren wir mal. So. Probieren wir das mal aus. Und setzen mal die Buslinie neu. Ach, verdammt. Oh, die Ludmilla. Schön. Dann brauchen wir noch eine zweite. Oh, machen wir kurz Pause. Wir löschen das alles. Genau, könnten wir im Grunde auch die Stationen löschen. Denn wir fahren genau hier so eine große Haltestelle hinsetzen. So. Damit erreichen wir eigentlich schon ziemlich viel. Aber das gefällt mir nicht so ganz.